Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Mod-Vorstellung. Und heute schauen wir uns die wunderschöne Mod mit dem Namen Apotheosis the Hellenistic Age an. Erst vorneweg noch die Info, dass diese Mod wunderschöne, stimmungsvolle, passende Musik aus der, Zeit, die man damit verbinden würde, einfügt von einem speziellen Komponisten. Und zwar ist es der gute Michael Levy. Den gibt es auch auf Spotify. Aber ich mache das hier nicht mit rein, diese Musik. Oder ich habe die deaktiviert aus Copyright-Gründen. Na, ihr wisst, weil sonst ist das Video ziemlich schnell gestrikt, wenn ich Pech habe. Und das wollen wir ja alle nicht. Was macht diese wunderschöne Mod? Die ist erst frisch rausgekommen, hat ziemlich große Ambitionen. Und zwar aktuell ermöglicht sie einem das Spielen im alten Griechenland. Es war 75 vor Christus. Das ist auch die Zeit, wo auf der Ätherischen Halbinsel drum auch schon die Party ein bisschen abging. Und wir haben hier die Möglichkeit, einen von den griechischen Herrschern zu spielen. Zum Beispiel Sparta, Makedonien oder auch Epeiros, auch später Epirus bekannt genannt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und können dann quasi hier Griechenland zu neuer alter Größe führen. Das ist noch eine relativ kleine Karte, wobei das in Anführungsstrichen zu setzen ist. Die Karte ist trotzdem schon ziemlich groß. Die Insel hier, auch allein diese Insel mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja, 15, 16 Provinzen in so einer kleinen Insel. Hast hier natürlich noch Teile von der Türkei mit drinne. Natürlich hier Konstantinopel und dann eben ganz Griechenland. Das ist eine relativ große Karte, da kann man einiges an Zeit mit verbringen. Und diese Mod macht es sich auch zur Aufgabe, Stadtstaaten einfach mal komplett mit einzufügen, mit eigenen Mechaniken auch. Ansonsten andere Nationen spielen sich ziemlich, wie man das bereits kennt, aus Crusader Kings 3. Da ist jetzt noch nicht so viel Abwechslung oder Neues mit drin. Wobei man hier sagen muss, die Herrscher sind alle historisch korrekt dargestellt. Oder man hat es zumindest versucht und man versucht es auch. Und Stadtstaaten haben relativ interessante Mechaniken, die schauen wir uns gleich noch an. Ansonsten die Mod natürlich auch in der Videobeschreibung. Ne? Und kann ich auch gleich noch verraten, die Mod-Entwickler planen in Zukunft unter anderem das gesamte ehemalige Reich von Alexander dem Großen mit einzufügen. Ne, das geht, würde dann quasi hier so und dann hier runter und dann bis ganz hier unten hin. Also das ist ein relativ großes Reich, was man da dann irgendwann mal spielbar machen möchte. Dass man quasi die Eroberung von Alexander dem Großen nachspielen kann irgendwann mal. Und das ging ja bis hier irgendwo, glaube ich, oder? Wo weit kann man? Ich glaube, hier irgendwo war dann Schluss. Die originalen Verläufe kenne ich gerade nicht, aber jedenfalls bis in Indien vorgestoßen. Hat er dann auch, gab ja auch einen Kampf gegen die Inder. Und möchte auf alle Fälle auch Westeuropa-Spiele machen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich hier Italien, gehe ich mal stark von aus, mit Rom. Und dann eben hier Westeuropa wäre quasi das Eck hier so. Ne? Und das hier wahrscheinlich auch, außer das ist wieder Südwesteuropa, das möchte man nicht mit reinnehmen. Aber davon abgesehen, die Mod jetzt aktuell bereits in einem guten Zustand. Übrigens für diese, das ist eine relativ große Karte, darf man nicht unterschätzen. Also das ist eine deutlich größere Karte, als es bei Crusader Kings 3 der Fall ist. Und wenn das Ganze dann wirklich so ausgebaut wird, wie sie sagen, könnten wir auf alle Fälle eine deutlich größere, spielbare Mod haben, als es Vanilla der Fall ist. Spezielle Regeln gibt es nicht, das ist alles unverändert. Und dann starten wir mal rein mit der Police of Lacedaemon, wie man das ausspricht. Quasi Sparta, logischerweise. Kulturell. Mal gucken, sehen wir schon, das Kulturelle wurde natürlich auch schon überarbeitet, auch mit neuen Sachen teilweise und geht dann quasi nur bis ins imperiale Zeitalter, die imperiale Ära. Wir sind jetzt aktuell 323 BCE. Ich frage mich, ob das hier auch so ein bisschen schon das Anzeichen ist, wohin sich das Ganze noch entwickeln wird, 800 BCE, weil ich denke mal, man wird das höchstwahrscheinlich vielleicht irgendwann spielbar machen. Dass das wahrscheinlich das Longtime-Goal ist, 800 BCE bis, was weiß ich, 200, 300 nach Christus. Wäre natürlich mal eine interessante Herangehensweise, so früh das Ganze zu setzen. Es gibt zwar eine Mod, die bereits das Bronzezeitalter spielbar macht, aber die Mod könnte das Ganze auch nochmal ein bisschen detaillierter für die griechischen Nationen machen, was ich relativ interessant finden würde. Weiß nicht, wie euch das geht. Aber wie gesagt, kulturell sehen wir hier schon überarbeitet, ist noch natürlich ein bisschen auch noch Work in Progress mit dabei, denke ich mal, bis man das soweit fertig hat. Religionstechnisch ebenfalls hier natürlich die Religion des Pythodorianismus. Wir sehen ja auch, wir haben sogar ein Glaubensoberhaupt. Haben auch hier wieder wahrscheinlich neue Grundsätze mit dabei, wenn ich das richtig sehe.
Ist natürlich nicht so schwer zu machen. Das geht relativ einfach, neue Glaubensgrundsätze einzufügen. Aber es ist immer wieder schön, wenn das dann mit Bildern gemacht wird und Beschreibungen. Und man sich auch ein bisschen Mühe gibt, die Sachen hinzuzufügen. Ansonsten gibt es hier relativ wenig Neues. Aber es ist schön, dass diese Sachen zumindest eingefügt wurden. Wir sehen hier auch mehrere Religionen. Ne? Prätorianismus, der propatoristische Glaube, der kann ich nicht aussprechen. Und hier sehr viele auch, vor allem in der Türkei. Also sehr viele verschiedene Religionen. Da gibt es ja jeden Tag Religionskriege. Dürfte auch dazu führen, dass da relativ schnell die Gebiete erobert werden, weil sie alle Religionskriegsgrund haben. Kulturell haben wir natürlich auch einige Kulturen. Wir sehen hier zum Beispiel die myrtuanische Kultur auch hier auf der Insel mit vertreten, was natürlich praktisch ist, wenn man da Sparta startet. Dann hier rüber expandiert, gibt keine kulturellen Probleme. Oder man kann die sogar vasalisieren später. Herzogtum, Königreich. Naja gut, Königreich wird nicht ganz so einfach werden, aber wir haben hier das Königreich von Hellas. Königreich von Kret, auch Kreta. Und Makedonien, klar, Propontis, Thessalien, Aperos und natürlich hier drüben haben wir auch nochmal drei Königreiche. Es gibt also quasi eins, okay. Achso, das ist auch ein Königreich, okay. Das ist interesting. Da ist ein kleines Königreich drin. Und natürlich das Kaiserreich, das ist, nein, es gibt kein Kaiserreich. Okay, es gibt kein Kaiserreich, okay, das ist gut zu wissen. Könnte quasi kein Kaiser werden, weil es müsste, glaube ich, per Entscheidung trotzdem gehen. Also man kann ja bei Entscheidungen dann trotzdem hier Königreich, Kaiserreich, also Founder New Kingdom und dann, glaube ich, kann man auch Founder New, ein neues Kaiserreich gründen, glaube ich, oder? Täusche ich mich da jetzt? Habe jetzt nochmal kurz geschaut, also es geht, aber ob das hier geht, ist die andere Frage, weil es ja hier deaktiviert ist und man kann ja dann gar, man könnte trotzdem natürlich sein eigenes gründen. Müsste man mal ausprobieren. So, da haben wir als Stadtstaat zwei Werte. Die gewünschte Regierungsform, wie ich es jetzt hier einfach mal nenne, und dann Korruption. Korruption ist so, dass demokratische Nationen grundsätzlich weniger oder demokratische Stadtstaaten weniger Korruption haben meistens. Also quasi sinkt die Korruption, während hier so totalitäre Reiche eher das Ganze steigern. Ne? Das heißt quasi bei uns steigt das Ganze eher an, hier in unserem Fall, da wir eine Autokratie sind. Und jedes Level der Korruption, ne, wir haben es in dem Fall hoch, hat bestimmte Vor- und Nachteile. In unserem Fall hohe Korruption bringt uns mehr Einnahmen und höhere Truppenstärke, kosten uns aber dafür auch Gebäude mehr und wir haben weniger Kontrollzuwachs im Monat. Also wir verlieren dann sogar teilweise. Das ist natürlich dann langfristig problematisch, da man natürlich da dann wieder hergehen muss und das Ganze dann wieder manuell erhöhen. Oder natürlich über die Lebenswandel mit dem Kontrollperk dagegen arbeiten muss. Trotz allem relativ interessante Sache. Gibt den Ganzen noch wieder ein bisschen auch Realismus mit rein. Ne? War ja auch wirklich früher so mit, mit der ganzen Korruption. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Was auch interessant ist, ist eben die Mechanik im Spiel, wenn man, wie hier in unserem Fall, ein Stadtstaat mit dem Retra-Government ist, was hier auch gewünscht ist, was wir auch aktuell haben. Das Ganze ist so, dass es uns eine einzigartige Spielmechanik gibt, was ich relativ cool finde, in Anführungsstrichen einzigartig. Und zwar kaufen wir Einheiten, in unserem Fall nicht mit Gold, sondern mit Prestige. Und wir zahlen den auch Prestige als Unterhalt, zum Beispiel Hopliten. Ja, guten alten Hopliten, leider ohne Bild. Bisschen schade ist. Kann man dann jedenfalls für Prestige kaufen. Prestige bekommt man bekanntlicherweise durch einen hohen Diplomatiewert, durch bestimmte Gebäude oder natürlich auch durch das Erreichen wichtiger Ziele im Leben. Oder natürlich durch das Verführen von Frauen. Gibt natürlich da auch verschiedene Möglichkeiten. Wir würden jetzt hier zum Beispiel in unserer Hauptstadt, in unserem Fall, unsere Polis of Sparta, würden wir jetzt natürlich dann die Leisure Palaces bauen. Das würde uns natürlich plus 5% monatliches Prestige bringen in unserem Fall. Ansonsten gibt es dann nämlich nicht allzu viele Möglichkeiten, als feudales Reich noch an Prestige zu kommen. Was ein bisschen traurig ist natürlich, vor allem wenn man natürlich dann relativ hohen Unterhalt zahlt. In unserem Fall, gut, wir sind natürlich Dynastieoberhaupt, wir sind Hausoberhaupt, das ist natürlich ganz nice. Wir sollten auch auf alle Fälle, was nicht schlecht wäre, irgendwann König werden, um hier eben noch mehr Prestige zu erhalten. Ansonsten könnte man als Sparta relativ großes Problem haben, wenn man eben nicht die benötigten Prestige-Vorräte aufbringt. Hier könnte man natürlich dann noch Diplomatie wählen, plus ein Prestige im Monat noch mehr extra mit dazu. Und dann gibt es hier auch nochmal, glaube ich, die Möglichkeit, monatliches Prestige pro Dings, nochmal pro Powerful Vasall plus 5%, pro Ritter plus 2%. Das wäre quasi der Weg, den wir gehen wollen. Ich glaube, August gibt auch nochmal extra Prestige, genau, auch nochmal ein extra Prestige im Monat. Also das wäre hier quasi dann ein Ding, was du eigentlich schon fast immer gehen müsstest als Sparta zum Beispiel. Bei den anderen Reichen ist es nicht ganz so. Die sind alle relativ entspannt, die haben alle das Übliche. Solange es keine Stadtstaaten sind, haben die die bekannten Mechaniken noch, aber das kann auch noch ausgebaut werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken in Aperos, sehen wir zum Beispiel auch, die haben gar nicht diesen
einen Tab extra, wie zum Beispiel den Stadtstaat. Da fehlt das einfach komplett. Die haben übrigens gerade ein ganz anderes Problem. Die haben zwei Kriege. Einmal ist das hier mit im Krieg. Ach ne, warte, die haben was übernommen, kann das sein? Ah, die haben Gebiete übernommen. Das ist auch interessant. Also hier geht es auch direkt ab. Und dann ist hier nochmal der Krieg gegen den Claim. Ja, also geht es direkt ab. Große Action in Griechenland. Das ist auch, was die Mod machen möchte. Sehr viel Krieg, ja, sehr viel Hass, sehr viel Tod, sehr viel Zerstörung. Und ich bin am überlegen, ob wir die Mod einfach mal selber spielen sollen mit. Ich habe eh gesagt, ich möchte jetzt erstmal nicht mehr historisch spielen nach dem aktuellen Projekt, sondern mal irgendwas mit einer Mod angucken. Ich habe mir da Irland ausgesucht. Kingdom of Heaven gäbe es da ja auch. Also historisch nicht im Sinne von, also nicht Vanilla, sondern mit einer Mod wollte ich spielen. So sollte ich es vielleicht mal richtig ausdrücken. Da gibt es ja auch einige Mods aktuell, die sich da anbieten würden. Und da muss man mal gucken, worauf ich da Bock habe. Ansonsten ja wirklich eine sehr schöne Mod in einem relativ frühen, aber bereits spielbaren Stadium. Wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Ich überlege halt selber auch, dass ich die mal anspiele in den nächsten Wochen. Je nachdem auch, wie es mit Royal Court weitergeht. Ansonsten war es von mir für heute. Bin raus, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und macht's gut. Ne? Haut rein. Tschüss.